Hallo und herzlich willkommen zurück in Neugedungen oder immer noch in Neugedungen. Wir sind dabei, quasi den Stall da einzurichten, zumindest Versuch ist. Ja, kann man durch, passiert nichts. Könnte man hier eigentlich dann genauso machen. Ich meine, ist ein Test. Aber geht, glaube ich, ganz gut so. Innen dann genauso. So. Das wollte ich nicht. Vom Pferd dauert es dann doch gleich ein bisschen länger, das abzubauen. So. Ja, dann kann man so reinreiten und sagen, keine Ahnung, ich will jetzt mein Pferd hier abstellen. Ah ja, Boden. Wollen wir den Boden noch ändern? Lassen wir den Grasboden. Ich meine, Pferde mögen ja an sich Gras. Wir könnten auch Kies reinlegen. Oder wir machen Getreide. Dass wir quasi so Ballen herstellen und mit denen den Boden auslegen, würde eigentlich auch sich ganz gut machen. Machen wir mal eine Tür zu. Dann können wir hier mal das Pferd abstellen. Und hier ist auch die Frage, ob wir hier das Gras lassen. Da können wir mal haben wir einen Wassereimer dabei. Geht das Ganze ein bisschen schneller. Ist mein Wasser weg? Wo ist mein Wasser hin? Ich will. Aha, so viel schneller geht es dann auch wieder nicht. Oh, schon wieder Nacht. Dann hauen wir uns nochmal aufs Ohr, bevor wir weitermachen. Oh, war eine recht geruhsame und ruhige Nacht. Ich schaue immer nur, ob irgendwer da ist. Sollte ihn. Na gut, ja. Wenn wir es doch vielleicht von Hand ernten, sonst dauert es zu lang. Ja, es gibt noch eine einfachere Lösung, wenn man über die... über die Wasserdinger quasi noch was drüber tut und dann da drauf das Wasser. Dann rinnt es wirklich schon in alle Richtungen weg. Ah, da müssen wir auch das reparieren. Ich glaube, da war eh was in der Werkzeugkiste. Nö, aber nicht in der Werkzeugkiste. Aber in der, oder? Was haben wir da? Spitzhacken? Ah, doch, da unten.
Ah, das Schwein ist mittlerweile rausgekommen. Ah, da war einiges gesammelt. So, haben wir was vergessen? Ah, doch hier. So, Werkbank. Ah, da haben wir eh eine. Dann kann man nämlich hier jetzt. Wobei viel können wir da nicht gerade raus. 7 Stück. Ist ein bisschen wenig. Acht Stück. Das reicht nicht wirklich, um da groß Heuballen. Wir brauchen ja pro Ding brauchen wir 3x3, 9x4, ui, viel zu viel, 36. Ich glaube, so viel Getreide gibt es hier gar nicht. Vielleicht machen wir es doch mit einem anderen Material. Steinkies, wo war denn die Kiste mit den Pflanzen? Okay, da gibt es überhaupt kein Getreide, ist alles zu Brot verarbeitet worden. Na gut, wir können mal unsere Sachen da dazulegen. Dann werden wir das doch anders machen. Gut, Holz ist ein bisschen hart, das will ich eigentlich nicht unbedingt verwenden. Schauen wir mal in die Erdkiste. Oder lassen wir doch mal Gras, Bruchstein, Ziegel. Wo war die Erde noch einmal? Steinkohle. Nahrung. Werkzeuge. Ziegel, Stein, ah doch, da Erde, Kies. Wobei wir könnten auch als Kontrast die könnte noch mit der groben Erde arbeiten. Ach nee. Schaut gleich auch nicht so schlecht aus. Man muss quasi mit dem ausgleisten. Habe ich eine Schaufel mit? Jupp. Ja gut, dann können wir so euch hier eigentlich dann auch Zwischendinge. Schauen wir mal, wie das ausschaut am Ende dann. Und genau, Wasser brauchen es natürlich auch, die Pferde. Müssen wir uns auch noch was überlegen. Haben wir genug? Da gehört eigentlich gleich ein Bruchstein. Das
das besser ausschaut. Jo. Und hier natürlich genauso. Müssen wir hier das Ganze natürlich auch machen. Also die kann man gleich eh einfach so dann wieder abbauen, oder? Oder wird die zur normalen Erde? Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was ich da verbaut. So, müssen wir eigentlich nur noch die hintere machen. Ah, es sind zwei Pferde. Wenn wir mal eines rausholen, werde ich mir hier mal den Sattel schnappen. So, wo haben wir denn noch Platz in den Abteil? So, dann machen wir hier noch. Okay, wird sich nicht ganz ausgehen mit der groben Erde. Aber wir haben ja noch 7, 2 Stück brauchen wir auf jeden Fall noch. Und hinten, das heißt, wir werden uns also einen halben Stack. Sollten wir ganz gut durchkommen. 38. Ja, jetzt haben wir 33. Ah, doch. Ich verwende die so selten, aber eigentlich habe ich so wie richtig noch gar nicht verwendet. Da war ich mir nicht sicher bei der groben Erde, die sich quasi zerlegt. So, du kommst da mal nach hinten. Da müssen wir halt schauen, wie wir das mit dem Wasser machen. Entweder direkt im Boden einfach hinten sagen wir Wasser rein. Oder wir machen richtige Wasserbecken. Da ist ja die Frage, ob genug Eisen dafür da ist. Ja, morgen. Jo. Schauen wir mal, Eisen. Das war doch hier in der Schmiede. Und dann kann man mal draußen schauen, wie es damit die Eisen. Ja, der Verb. Wir brauchen ja 1, 2, 3, 4, 5. Ich will nicht das ganze Eisen eigentlich verpuffen. In den Öfen, ist da noch irgendwas drin, was gebrannt wurde? Wobei, wenn wir es so mit so Dings machen, ich glaube, ich sollte es schon wert sein, unseren Pferden. Würde ich mal sagen.
Aber jetzt können wir. Genau, achso, das ist die Lore, da braucht man gar nicht so viel. Weil es ist da. Wie ging das? Oder braucht man da eine Kiste? Ich weiß das jetzt nicht mehr. Ich meine, ich habe eine Kiste zum Glück dabei. Wie macht man so einen? Das macht man doch mit Eisen. Oder braucht man da noch mehr? Oh. Ist aber teuer. Da wird man das ganze Eisen gleich verbrauchen. Nee, das will ich eigentlich auch nicht wirklich. Vielleicht machen wir es vorläufig doch mal die einfache Variante. Den muss man mal im Boden das Wasser rein einlassen, wenn man genug, wenn genug Eisen da ist. Dann kann man immer noch vergrößern oder halt richtige Bottiche machen. Ein Kübel ist eh voll. Kann man den noch füllen? Und dann machen wir es wieder so. Ist gleich für den Anfang auch ganz okay. Genau hinten, da wo die Pferde sind, sollte man dann auch noch ausleuchten. Da könnte man sogar eigentlich die Verstrebungen der Mauer nehmen. Haben wir die so oder machen wir es höher? Ja, machen wir so. Nicht zu hoch. Oder? Ja, wobei. Na, schau mal. Ja, da können wir es ja ruhig ein bisschen niedriger setzen. So. Hier braucht es natürlich dann auch noch Wasser. Oh, kriegst du auch noch was? Dann ist auch noch da. Oh. Da haben wir die Erde. So, Fackel, Fackel. Das brauchen wir eigentlich nur noch, mehr oder weniger zumindest. Brauchen wir noch ein Dach drauf. Ich meine, hier könnten wir fast den Kies hineinziehen. Kies war ja auch noch ein bisschen was da. Müsste eigentlich der ausreichen. So, wo ist die Schaufel? Dann fehlt wirklich nicht mehr viel Dach drauf und wir sind dann eigentlich schon wieder fertig. So, 33. Ja, vielleicht auch nicht ganz.
Reicht bei weitem nicht. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Kies. Noch. Oh, dann die grobe Erde. Ah, dann können wir das Loch eigentlich auch gleich noch flicken. Hier hinten mal in der Ecke, das ist so ein Stapel. Ja, dann kann man da immer noch gut mit dem Pferd vorbei. Jetzt eigentlich nur noch das Dach. Die Frage ist, welches Material verwenden wir fürs Dach? Wir könnten natürlich das Dach einfach auch aus dem hier machen. Wäre eine Möglichkeit. Würde ich gerne aber hier noch zumindest schauen, ein bisschen Struktur reinbringen. Soweit das möglich ist. Ich doch schon eine Zeit lang nicht mehr mit Holz gearbeitet. Falsch. Genau, und dann da jetzt dann drauf das Dach. Wollen wir das dann auch mit dem machen? Schauen wir mal, wir haben hier die Dächer. Okay, gut. Das ist bei jedem Gebäude ein bisschen anders, wobei es würde doch einiges auch mit dem Hellen. Könnte man eigentlich auch probieren, dass man auf das Dunkle quasi als Kontrast die helle Birke draufsetzt. Wir haben ja unten auch die Zäune mit Birke. Das könnte auch funktionieren. Ich verprasse gerade die ganzen Holzvorräte. So, können wir mal ein bisschen ausmisten. Jetzt haben wir da Fichte. Mal da zusammenlegen. Das Holz, genau, dann die Steine. Oh, es wird schon wieder Nacht. Die Steine, Bruchstein. Aber jetzt. Oder? Immer noch nicht? Irgendwer da? Nö. Aber jetzt geht's. Naja, die Fenster selber müssen wir ja dann auch noch machen. Wobei, da könnten wir auf Standard zurückgreifen vielleicht, oder halt auch passend wie die anderen mit Gitter, weil wir machen es auch mit Holz. So. Mhm.
das Dach. Wir haben die Wesen hier das Dach gemacht. Ah, die haben das so. Aber ich überlege hier ist vielleicht dann noch eins so rauszuziehen. Gut, dann werden wir mal hier die Leiter wegtun. Ach. Jetzt habe ich das Ding weggenommen. Wir brauchen aber einen Block noch. Sollte nie zu schnell sein. Ganzes Material auf die Seite legen. Wir brauchen noch mehr. Wieso sagt keiner was? Ist das, dass ich da eigentlich noch mehr von den Zeugs brauche? Ups. Und wir brauchen ja auch noch die Treppen. Wir uns gleich mal ein paar machen. Hier, dann haben wir da noch eine Ladung. Einiges an Treppen. Und dann noch mehr. Da haben wir jetzt 60, ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ah, ich könnte die Kiste mal aufstellen. Das wäre eine gute Idee. Könnten wir da mal hinstellen. Ein mal Zeug, das ich jetzt nicht direkt brauche, aber noch brauchen könnte, mal reinhauen. Wenigstens ein bisschen Platz zu schaffen. Und das heißt hier. So. Ja, genau. Wenn wir uns da mal hochstapeln. Oder? Ah, doch. Dann brauchen wir die Stufen. Dann brauchen wir normales. Wie gesagt, beim Dach bin ich mir absolut nicht sicher, ob das was wird. So, wobei ich wollte es eins vorziehen. Jetzt ist noch mal weg unser Dreckfahrstuhl. Ich möchte es quasi versuchen, dass es so drüber steht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Genau, dann brauchen wir hier nämlich dann noch das Fichtenholz. Dann könnte das Ganze wirklich was werden. Okay, hinten, gut, hinten sind wir halt jetzt direkt an der Mauer dran. Alles gleich auch nicht so schlimm. Dann steht's halt gut. Ist, glaube ich, halb so schlimm. Wir haben hier. Schauen wir mal an der Außen. Das habe ich jetzt nicht ganz einberechnet, dass wir hier quasi schon auf die Mauer drauf kommen. Wegen der Symmetrie. Aber schauen wir mal, wie es ausschaut am Ende. Wenn nicht, können wir nochmal sowas umbauen. Aber ich glaube, ich werde es hier wirklich nur als reines Dach machen. Können wir aber auch dann gerne so innen noch
das auch hier noch so durchziehen. So, kommt hier, dann brauchen wir hier natürlich wieder unsere Fichten. Ich glaube, jetzt haben wir es. Am Ende werden wir dann sehen, ob es was wird. Okay. Weil die Frage ist, braucht man da innen wirklich diese Zwischenverstrebungen? Na, schauen wir mal. Und jetzt kann man nämlich hier quasi die Stufen so dran setzen. Genau. Ah, geht ganz gut. Okay, die muss weg. Die eigentlich auch. Zielen sollte man können. Was sagt die Zeit? 32 Minuten. Okay, dann werde ich an der Stelle die Aufnahme beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft. Tschüss!